Mensch, Kinder, ich habe letztens was gemacht für meine Männer zu Hause. Die sind mir fast ausgeflippt. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. So eine tolle Leckerei haben wir vorher noch nie ausprobiert, aber das ist echt gut ankommen. Und das musste ich euch unbedingt zeigen. Und dazu haue ich mir erstmal ein bisschen Wasser in den Topf. Und jetzt die Milch dazu. Stückchen Butternei und eine schön auflöse. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal in das warme Mehl, weil das war nämlich ein bisschen in den Ofen, ein kleines bisschen Zucker, du. Dann noch ein bisschen Vanillezucker. Kleines Prisele Salz und die Hefnei bröseln. Und da braucht man heute auch gar keinen Vorteig. Das machen wir alles auf einmal und das klappt super. Und jetzt noch der Fingertest, ob es handwarm ist. Und dann tun wir es ganz langsam dazu gieße. Und zu guter Letzt habe ich dann noch ein Ei. Und das rühren wir jetzt so lange, bis ein richtig schöner homogener Teig entsteht. So, guck, und der lässt sich dann auch immer so schön vom Schüsselrand lösen. Da passt es immer super. Und dann muss man den da abfummeln von der Hake. Ihr könnt natürlich auch jederzeit immer euer Hefeteig schön mit der Hand kneten. Das geht auch. Und jetzt tun wir den abdecken. Und ihr wisst ja, ich stelle den immer ein bisschen in den Ofen bei 30 Grad Umluft. Ja, schau mal hier, wo will er denn? Oh, meine Güte, guck mal, so richtig schön fluffig. Und jetzt mähen wir uns hier ein bisschen die Arbeitsfläche. Und dann hauen wir da mal drauf. Immer noch ein bisschen gerade rücke und dann rollen wir ein bisschen aus. Dazu vorher auch noch mal ein bisschen Mehl und ich nehme da immer so gern meine große Fondantrolle. Weil jetzt brauchen wir so ungefähr 60 mal 40 Millimeter, Zentimeter zu ahnen. Ne? Mathe war ja auch nicht so meins. Ne? Versucht da mal so ein bisschen eckig auszurollen, gell? Ungefähr 1 Zentimeter hoch. So, guck. Und jetzt hatte Joanna schon einen Vanillepudding vorgekocht und wir sind ja jetzt die Pudding-Experten. Wir wissen ja, dass man da ein bisschen Folie drüber machen, dass der keine Haut kriegt. Und dann tun wir den nochmal ordentlich umrühren und dann schön gleichmäßig auf den Teig verteilen. Das Rezept findet ihr ja immer als erste Link gleich oben in der Infobox. Und da lasst ihr so ungefähr 1 Zentimeter zum Rand frei und verteilt es dann schön gleichmäßig. Und jetzt machen wir dann Rolle, Rolle, Rolle. So, fertig ist die Wurst. Jetzt brauche ich noch eine Springform. Die tue ich mir noch ordentlich einbuttern. So, guck, und jetzt brauche ich mal mein tolles Retro-Fix und Foxy-Lineal. Habt ihr sowas auch noch aus der Schulzeit übrig? Ich habe das ja auch immer sehr gerne gelesen früher, gell? Weil wir brauchen jetzt so ungefähr 4 cm breite Schnecke. Tue ich mir erstmal so ein bisschen anzeichnen hier, dass die auch schön gleichmäßig sind. Das sind mal die einfachsten Dinge, die am besten funktionieren. So, und jetzt ganz vorsichtig schneide. Ich fange jetzt mal hier vorne an. Weil da dürfen wir auch nicht so arsch drücken, weil sonst druckt der Pudding wieder raus, gell? So, ich muss immer alles hier so ein bisschen hin und her rücken, weil ich habe nicht so viel Platz. Meine kleine Arbeitsplatte, die hat bloß 40 mal 60 cm, ne? Aber es funktioniert trotzdem alles, seht ihr? Und immer schön gucken, dass es rund bleibt, weil die Schnecken sind ja auch rund. Und wisst ihr was, ne? Wenn dann noch was übrig ist, habe ich dann noch eine Idee. Dann nehme ich einfach so ein Glasel da und dann tue ich die rein. Und da kann man die damit auch backen. Und dann kann man es sogar verschenken. Und dann tun wir es jetzt dann nochmal abgedeckt, so eine halbe Stunde gehen lassen. So, schau mal her, wie schön die nochmal aufgeploppt sind. Mensch, und den Ofen habe ich schon vorgeheizt, 180 Grad Ober-Unterhitze. Hier habe ich noch ein Eigelb gemischt mit einem Esslöffelchen Milch. Ne? Und das tun wir jetzt damit ordentlich bestreichen. Da auch noch ein bisschen was drüber, gell? Und dann geht's schon ab in den Ofen. Eieieiei, kann euch sagen, das duftet vielleicht herrlich. Und jetzt lassen wir es erst noch ein bisschen abkühlen. Ja, Leute, sind das nicht ein paar lecker Pudding-Schneckchen? Macht's unbedingt nach, da könnt's ausflippen. Ciao, macht's gut!